Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Elden Ring Quest Guide. Und heute dreht sich alles um einen richtig interessanten NPC, der euch über weite Strecken des Spiels immer wieder begleiten wird. Die Rede ist hier von Millicent. Und nicht nur bietet die Millicent Questline zum einen richtig gute Lore, sondern zum anderen bekommt ihr auch richtig guten Loot, darunter ein paar Zaubersprüche, die sehr interessant sind und vor allem beim Abschluss zwei Talismane, die in sehr vielen Builds sehr, sehr stark sind. Bevor wir jetzt loslegen mit dem Questguide, hier eine kurze Info zum Sponsor dieses Videos, denn ich habe zum Start von Elden Ring von Scuf den Scuf Instinct Pro zugeschickt bekommen. Und gerade bei Elden Ring sind die vier Paddles auf der Rückseite des Controllers sehr, sehr praktisch. Diese lassen sich frei konfigurieren und ihr könnt praktisch jede Taste auf die Paddles mappen. Ich habe mir zum Beispiel zum einen die Sprint-Taste auf ein Paddle gemappt, damit ich gleichzeitig sprinten und mich mit dem rechten Daumenstick umdrehen kann. Aber noch viel praktischer ist es, die Y-Taste auf einem anderen Paddle zu haben, um meine Tasche zu öffnen und dann auf dem Steuerkreuz links oder nach oben drücken zu können mit den anderen beiden Paddles, um entweder einen Heil- oder einen Mana-Trank zu nehmen. So kann ich auf meinem Pferd sprinten, Tränke konsumieren, ohne mir dabei die Hand zu brechen. Wenn ihr also auf der Suche nach einem neuen Controller seid, checkt doch mal die Links unten in der Videobeschreibung oder im angepinnten Kommentar aus und stellt euch auf der Scuf-Seite euren personalisierten Scuf Instinct Pro zusammen. Nicht nur in Elden Ring eine echte Bereicherung. Und an dieser Stelle auch nochmal vielen lieben Dank für euren anhaltenden Support auf den Videos und vielen Dank auch an Scuf für das Vertrauen in meinen Kanal und meinen Content. Aber mitsamt freshem neuen Controller starten wir jetzt in die Millicent Quest. Dazu müssen wir nach Caelid zum Schnellreisepunkt Südhochstraße von Caelid. Von dort aus reiten wir zur Stadt Celia, folgt einfach dem Weg, den ich hier reite. Kurze Info vorweg zu eurem Level, wenn ihr Rennala in Leonia besiegt habt, dann seid ihr auf jeden Fall fit genug, um die Questline hier in Caelid zu starten. Sobald ihr durch das Tor von Celia geritten seid, findet ihr rechter Hand Gauris Hütte. Sprecht ihn an und er wird euch von Millicent erzählen, die an der Scharlachfäule leidet und euch bitten, ihm zu helfen, ihre Qualen zu lindern. Dazu müsst ihr in den Sumpf von Eonia und eine goldene Nadel für ihn besorgen. Die zerbrochene goldene Nadel bekommt ihr, wenn ihr Commander O'Neill im Sumpf von Eonia besiegt habt. Danach heißt es wieder ab zurück zu Gauri in die Hütte, der euch anschließend wie versprochen das Geheimnis von Celia verrät. Daraufhin geht es ab in die Stadt der Zauberer, um das Rätsel mit den drei Leuchtfeuern in den Türmen zu lösen. Wenn ihr von diesem Punkt hier aus startet, heißt es ab über die Bäume und über die Dächer der Stadt zu den drei Türmen, in denen ihr die Leuchtfeuer entzünden müsst. Folgt dazu einfach dem Weg, den ich hier laufe. Das könnt ihr entweder zu Fuß machen oder auch auf eurem Pferd. Durch das Entzünden der drei Feuer öffnet ihr drei Barrieren in der Stadt. Das heißt, es lohnt sich auch durchaus für euch, die Stadt zu erkunden. Aber schlussendlich wollen wir wieder zurück zu Gauris Hütte, denn er hat in der Zwischenzeit die goldene Nadel repariert und schickt uns jetzt Richtung Norden, quer durch die Stadt und dann den Berg hoch zur Kirche der Seuche. Wo wir Millicent finden. Überreicht ihr die Nadel und erschöpft alle Dialogoptionen mit ihr und dann heißt es wieder ab zurück zu Gauris Hütte. Und eins kann ich euch jetzt schon versprechen, den Hund vor der Hütte werdet ihr noch das ein oder andere Mal zu Kleinholz verarbeiten. Erschöpft auch mit Gauri wieder alle Dialogoptionen und dann heißt es wieder zurück zur Kirche der Seuche, zu Millicent, die sich etwas erholt hat. Im Gespräch erhaltet ihr von ihr dann den Talisman Erbe des Prophetenträgers. Setzt euch danach einmal an die Gnade und wenn ihr wieder aufsteht, sollte Millicent verschwunden sein. Und jetzt heißt es wieder zurück zu unserem Lieblingskuscheltier, nämlich dem Hund vor Gauris Hütte und damit natürlich auch in Gauris Hütte, denn dort findet ihr diesmal nicht Gauri, sondern Millicent. Erschöpft wieder alle Dialogoptionen mit ihr und sie erzählt euch, dass sie sich auf eine Reise begibt und sich gefreut hätte, Gauri zu treffen und ob ihr ihm nicht eine Nachricht ausrichten könntet. Also für uns heißt das nochmal zum Schnellreisepunkt in Celia und wieder zu Gauris Hütte hingeritten. Erzählt ihm nun, dass Millicent da war und erschöpft alle Dialogoptionen. Aber für uns heißt es jetzt weiterreisen in Richtung Altos Plateau. Sobald ihr mit dem großen Aufzug von Dektus dort angekommen seid, begebt euch zum Schnellreisepunkt Aussichtspunkt des Erdenbaums. Ein kleines Stück nördlich davon könnt ihr Millicent antreffen. Sie erzählt euch von ihrer Reise und dass sie ihren Schwertarm doch sehr vermisst.
Also heißt es für uns natürlich, wir versuchen unser Bestes, ihr das Führen eines Schwertes wieder zu ermöglichen. Jetzt heißt es für uns ab Richtung Norden zur Schattenburg und dort haltet ihr euch links von der Mauer der Schattenburg, also genau an diesem Punkt hier, denn dort können wir über die Mauer springen und beinahe kampflos an das Objekt der Begierde gelangen, folgt dazu einfach dem Weg, den ich hier laufe. Und sobald ihr den Scharlachfäule-Ritter besiegt habt, findet ihr dahinter in dem Raum in der Truhe die Walkürenprothese. Mit der Prothese in der Tasche heißt es natürlich wieder ab zurück zu Millicent und ihr diese überreichen. Vermutlich unnötig zu erwähnen, dass sie sich sehr über den neuen Arm freut und euch in Zukunft ihre Hilfe anbietet. Aber dazu gleich mehr. An dieser Stelle sei auch noch erwähnt, dass ihr zwischen jedem der Questschritte mit Millicent immer wieder zurück zu Gowry kehren könnt, um euch dort ein Stückchen Lore und weitere Geschichte und Dialoge mit ihm abzuholen. Das ist nicht notwendig für die Quest, aber es gibt dem Ganzen nochmal ein bisschen Tiefe, also wenn ihr das machen wollt, würde ich euch das auf jeden Fall empfehlen. Aber für uns heißt es jetzt erstmal ab ins Windmühlendorf und dort ganz nach oben bis hin zum Bossfight gegen die Götterskalpe. Sobald diese besiegt ist, rastet ihr kurz an dem Schnellreisepunkt und dann steht Millicent auch schon praktisch neben euch. Erschöpft hier natürlich auch wieder alle Dialogoptionen und dann heißt es erstmal weiter in der Story vorankommen. Natürlicherweise würde es uns jetzt Richtung Laendel in die Hauptstadt ziehen. Um die Tore der Stadt für uns zu öffnen, müssen wir jedoch erstmal den Drachenbaumwächter besiegen. Und ihr erinnert euch sicherlich daran, dass Millicent mehrfach ihre Hilfe angeboten hat und genau das könnt ihr an dieser Stelle nutzen. Denn wenn eure Millicent-Questline bis zu diesem Punkt vorangeschritten ist, bevor ihr dem Drachenbaumwächter gegenübertretet, könnt ihr sie für den Kampf gegen den Drachenbaumwächter zu Hilfe rufen. Ich habe das in meinem Playthrough verpasst, da ich die Millicent-Questline erst relativ spät gemacht habe, aber ich kann euch sagen, dass ihr ihre goldene Beschwörungsrune hier auf dem Weg zum Drachenbaumwächter finden könnt. Und jetzt heißt es erstmal wieder ein gutes Stück in der Story vorankommen, bis ihr am Berggipfel der Riesen angekommen seid. Genauer gesagt beim Schnellreisepunkt Ruinen des Urschneetals. Dort könnt ihr Millicent direkt neben dem Schnellreisepunkt finden. Und hier erzählt sie euch auch zum ersten Mal vom Harligbaum, der irgendwo im Norden versteckt sei. Dazu müsst ihr in das geheime, geweihte Schneefeld. Wie ihr dorthin kommt, habe ich bereits in einem Video gezeigt. Checkt das gerne unten in der Playlist im angepinnten Kommentar oder auch in der Videobeschreibung aus. Dort angekommen müsst ihr in Richtung Norden zu Ordinia, der Stadt der Liturgien. Hier gilt es, ein Rätsel in einem Siegelgefängnis zu lüften. Dazu müsst ihr an 4 Statuen die Kerzen entzünden, seid allerdings sehr vorsichtig, denn hier gibt es zum einen einen Assassinen, der unsichtbar ist und euch hinterrücks angreift, und zum anderen sitzen auf den Dächern Bogenschützen, die ziemlich ekelhaft sein können. Also weicht gut aus oder benutzt den Spezialtrank, der euch eine Schutzkugel gibt, um so über die Dächer an die 4 Statuen zu kommen, die ich hier im Bild zeige. Sobald alle 4 Kerzen entzündet sind, öffnet sich im Norden ein Portal zum Harligbaum. Von dort aus heißt es einfach weiter den Baum hinab, folgt dazu einfach dem Weg, den ich hier laufe. Bis ihr im Gebetsraum landet.
Und an diesem Schnellreisepunkt könnt ihr Millicent dann wieder treffen. Erschöpft hier alle Dialogoptionen für eine gute Portion Lore und um die Quest voranzuschreiten. Danach heißt es für euch weiter den Baum hinab. Vorbei am Scharlachheule-Wasserfall. Bis zum Schnellreisepunkt Abwasserkanal. Und spätestens an dieser Stelle würde ich euch empfehlen, jetzt noch einmal Gauri zu besuchen, denn wenn ihr das jetzt macht, hat er einen neuen Zauber für euch im Repertoire, der ziemlich stark und interessant ist, also holt euch den auf jeden Fall. Vom Schnellreisepunkt Abwasserkanal geht es jetzt nochmal ein kleines Stück zurück zum Fäulnis Wasserfall und dort genau zum See daneben, in dem ihr einen Drachen bekämpfen müsst. Ist dies erledigt, werdet ihr vor eine Wahl gestellt. Denn entweder infiltriert ihr Millicents Welt und kämpft gegen sie, oder ihr lasst euch in ihre Welt von ihr rufen und steht ihr im Kampf bei. Je nachdem wie ihr euch entscheidet, bekommt ihr den einen oder den anderen Talisman. Wenn ihr euch entschließt, ihr zu helfen, bekommt ihr den Talisman Verrottende geflügelte Schwertinsignie, der eure Angriffskraft bei Angriffsserien deutlich erhöht. Bis zu 22% mehr Schaden könnt ihr dadurch erreichen. Wenn ihr euch dazu entschließt, Millicent anzugreifen, bekommt ihr den Talisman Millicents Prothese. Diese erhöht euer Geschick um 5 Punkte und in einer Angriffsserie wird auch eure Angriffskraft erhöht, jedoch nicht so stark wie bei dem anderen Talisman. Wenn ihr eh bloß diesen Talisman haben wollt, dann könnt ihr Millicent auch nach dem Besiegen der Götterskalpe direkt töten und erhaltet da schon diesen Talisman. Vor dem Patch war es auch möglich, mit einem kleinen Glitch beide Talismane zu bekommen, das ist aber seit 1.03 nicht mehr möglich. Wenn ihr euch entschließt, ihr zu helfen, passt auf jeden Fall nach dem Kampf auf, wenn ihr euch ihr nähert, nicht auf sie drauf zu springen oder in sie hineinzurollen, denn auch so könntet ihr sie noch töten. Erschöpft alle Dialogoptionen mit ihr und dann reist ihr noch einmal zu Gauri, um ihm von ihrem Schicksal zu erzählen. Danach geht es nochmal zurück zu Millicent, die in der Zwischenzeit verstorben ist und dort könnt ihr die reine Goldnadel aufsammeln. Und die reine Goldnadel könnt ihr schlussendlich nach dem Besiegen von Malenia in Mikellas Goldnadel umwandeln und erhaltet dafür auch noch einen uralten Drachen-Dunkelschmiedestein. So, und das war's für diese abartig lange Quest, aber sie ist wirklich gut. Sie bietet einen Haufen Lore und Story. Und für mich war es die zweitbeste Quest, die ich bisher gespielt habe, direkt nach Rannys Questline. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, was ihr von dieser Quest haltet und wie ihr euch am Ende entschieden habt. Würde mich sehr interessieren. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich über euren Support freuen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, schreibt mir einen Kommentar und teilt dieses Video auch gerne mit euren Freunden. Und wenn ihr Tipps und Tricks und News und Guides rund um Elden Ring bekommen wollt, bleibt auch gerne mit einem Abo auf dem Kanal mit dabei und aktiviert auch die Glocke, damit ihr kein Video mehr von mir verpasst. Von meiner Seite aus war es das für dieses Video. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen, habt noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video.